Hä? Ist das etwa der Osterhase? Oh, hallo, da ist ja noch ein Häschen. Oh, meine Augen sind hier oben. Du kleiner Perversling. Ich hab nicht geglotzt. Ferkel wie du, wieder mich an. Ja! Yeah. Hey! Bitte komm zurück. Zu dir? Nö, ich guck jetzt. Game 2! Oh Mann. Herzlich willkommen zu Game 2. Heute haben wir eine ganz besondere Sendung. Macht euch keine Sorgen um uns. Wir werden nach der Sendung zurück zum Schlachter gebracht und artgerecht auseinandergenommen. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Erstmal die Themen. Ihr seid an diesem feisten Festtag immer noch nicht voll? Sehr gut, Game 2 hat nur für euch eine saftige Sendung angerichtet. Och, yum. Heiteren Hüpfspaß gibt es heute mit Yooka-Laylee. Das sieht schon mal ordentlich oldschoolig aus. Ob sich das Ganze auch so spielt wie Vorbild Banjo-Kazooie, verraten wir euch im Review. Super! Was wäre ein Ostern ohne Ostereier? Bullshit! Richtig, zur Feier des Tages gibt es daher von uns eine bunte Top 10 der besten Easter Eggs in Videospielen. Oh, and now the Easter Eggs. Perfect. Als nächstes wird es surreal, ja gar Kafkaesk. Was? Ihr wisst nicht, was das bedeutet? Dann liefert das Franz Kafka Videogame Antworten. Schließlich haben wir jetzt auch einen Bildungsauftrag. Let me hit you with some knowledge. Weil Ostern ist, dürfen wir uns noch etwas vom Osterhasen wünschen. Das lässt sich Colin nicht zweimal sagen und leckt sich in der reizenden Rubrik Wünsch dir was die Finger nach einem neuen Advance Wars. Na dann, guten Appetit. Was für ein Festschmaus an Themen. Was für eine Vielfalt. Und bunt geht's nicht nur bei den Themen ab, sondern auch bei Krogi. Dankeschön, Sophia. Welch eine Sehr Überleitung. Gern. Ja, wir haben ja Ostern. Das bedeutet, heute bringe ich nicht nur die News mit. Nein, wir wollen noch ein schönes Ostereiersuch machen. In Minecraft mit den Rocket Miners. Ich bin sehr gespannt. Oh. Gucken wir uns gleich an. Erstmal wieder zurück ins Studio. Vielen Dank, Michael Krogmann. Ja, wir sind wieder im Studio und wenn du einen Wunsch hättest, ne, welches alte Spiel du noch mal oder welche Entwickler du noch mal an einem neuen Spiel werkeln sehen würdest. Das ist unfassbar schwer. Welches Spiel wäre das? Unfassbar schwere Frage, unfassbar schwere Frage. Wie alt? Ein bisschen älter, schon ein paar Jahrzehnte. Ein richtig gutes neues Sonic? Guck mal auf die Moderationskarte, da steht vielleicht das Yooka-Laylee. Ja, so ein Glück aber auch. Yooka-Laylee, das ist tatsächlich das neue Spiel von den Banjo-Kazooie-Machern. Und ich freue mich richtig drauf. Es ist ein Kickstarter-Projekt, wie ja so viele in letzter Zeit. Ich habe es damals sehr, sehr gerne gespielt. Und wir haben uns mal angeschaut, was der spirituelle Nachfolger denn so kann. In 38 Minuten kann man einiges erledigen, zum Beispiel den britisch-sansibarischen Krieg gewinnen, eine Runde im New York Wheel fahren oder einer Einsatztruppe dabei zuschauen, wie sie Osama Bin Laden erschießen. Man kann aber auch die Entwicklung eines Videospiels finanzieren. Mehr Zeit braucht der Entwickler Playtonic nämlich nicht, um das Funding-Ziel von 175.000 Pfund für das Kickstarter-Projekt Yooka-Laylee zu erreichen. Und ein paar Stretch-Goals später stieg der Spendenzähler auf eine Rekordsumme von 2 Millionen Pfund. Tja, und so sehen 2 Millionen Pfund aus. Dicke Villen, Statuen aus Gold und ein dynamisches Duo aus Chamäleon und Fledermaus, die durch eine knallige Cartoon-Welt hüpfen. Kommt euch bekannt vor? Soll es auch. Denn wenn all das hier nicht genau so aussehen würde wie Banjo-Kazooie auf dem N64 und dahinter nicht ehemalige Entwickler der Jump'n'Run-Goldschmiede Rare stecken würden, dann hätte das Spiel auch keine 2 Millionen bekommen und würde wahrscheinlich so aussehen. Vogelhirn. Ich glaube, ich habe da gerade ein Déjà-vu.
Das solltest du lieber nicht essen. Der Arzt hat dich auf Diät gesetzt. Ja, guck doch mal hin. Kommt dir da nicht irgendwas bekannt vor? Ja, jetzt wo du es sagst. Das eine Vieh ist süß und kann fliegen. Das andere hat Stielaugen und schielt, so wie wir. Du flickst euch wirklich. Und zwar hier runter. Bist du denn gar nicht sauer? Das hätten auch wir sein können in dem Spiel da. Nee. Das letzte Mal, als ich dich herumschleppen musste, warst du noch ein strammer Bär. Und jetzt, guck dich an. Du bist höchstens noch entbehrlich. Das Ziel ist also klar. Hier wird das Rad nicht neu erfunden, sondern höchstens neu bereift. Ihr lauft, springt und rollt durch 5 verschiedene Level, meistert kleine Rätsel und Hüpfpassagen und sammelt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Obwohl, nee, selbst das sammelt ihr. Und zwar aus gutem Grund. Denn neue Welten schalten sich nicht von allein frei und neue Fähigkeiten gibt's auch nicht umsonst. Dafür sammelt ihr Federn, Buchseiten, Geister, Atome und Spielmünzen. Hunderte davon. Notorische Sammler, die seit Rares Niedergang auf dem Trockenen sitzen, werden bei Yooka-Laylee definitiv rückfällig. Messi, was ist das überhaupt für ein Begriff so? Ich bin Sammli oder so. Wenn ich irgendwo Federn sehe, dann muss ich die natürlich alle haben. Das ist zugegebenermaßen manchmal fast wie ein Zwang, aber am Ende kriege ich auch was dafür, nämlich Energie. Oder wenn ich die Puzzleteile einsammle, da schalten sich Sachen frei. Oder sind dann wieder neue Federn und Puzzleteile. Es hört ja nie auf. Es findet ja nie ein Ende. Ich habe kein Problem. Soweit, so gut. Sammeln ist wichtig. Total unwichtig ist dagegen die Story. Das sind die Bösen, die haben euer Buch gemobst, in alle Winde verstreut und ihr müsst es euch wiederholen. Interessiert niemanden. Nichtsdestotrotz ist Yooka-Laylee voll von sympathischen Charakteren und witzigen Dialogen. Das hier ist zum Beispiel eine traurige Wolke, deren Partner sie für einen Taifun verlassen hat. Und der Boss der ersten Welt beschmeißt euch nur deshalb die ganze Zeit mit Baumstämmen, weil er panische Angst vor Vertretern hat. Abgezapft und original verkorkst von Paul Gruber und Söhne. In puncto Witz und Charme steht Yooka-Laylee seinen großen Vorbildern in nichts nach. Was? Eine Prise zu viel Retro ist allerdings die Sprachausgabe. Ellenlange Dialoge, die nur aus und bestehen, waren in den 90ern noch lustig, heutzutage sind sie eher störend. Schreit es hinaus, Erbarmen. Der Gefangene wünscht, ein Wort zu sprechen. Ein paar neue Elemente hat Yooka-Laylee aber schon zu bieten. Als wären die Level nicht schon riesig genug, könnt ihr jede Welt für ein paar Pages erweitern und schaltet so neue Areale frei, die vorher nicht begehbar waren. Schade nur, dass es keine Karte gibt. Viele der Rätsel erfordern eine bestimmte Fähigkeit, die ihr erst zu einem späteren Zeitpunkt erhaltet. Besagte Stellen wiederzufinden kann aber oftmals ziemlich frustig sein. Die Größe der Level hat aber auch Vorteile. Das Gefühl, wenn man ein neues Level zum ersten Mal betritt, das nur darauf wartet, erforscht zu werden, hat das Genre groß gemacht und ist auch heute noch genauso schön wie damals. Zumindest meistens. Denn während euch im Großteil der Level schön designte Areale und kurzweilige Rätsel erwarten, ist das Casino eher einfallslos und monoton. Hier beschleicht einen irgendwie das Gefühl, dass den Entwicklern die Ideen ausgegangen sind. Ähnlich enttäuschend sind auch die Bosskämpfe. Sobald ihr verstanden habt, wie ihr dem Obermufti beikommt, spult ihr immer dieselben Abläufe ab. Dazu kommt noch die zickige Kamera, die nur darauf wartet, euch bei einer kniffligen Stelle in den Wahnsinn zu treiben. Oh mein Gott! 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 Aber irgendwie will man Yooka-Laylee dann doch wieder verzeihen. Der gute Wille ist bei all dem Fanservice und den kleinen Extras definitiv erkennbar. In guter alter Tradition haben es auch wieder ein paar Arcade-Automaten ins Spiel geschafft. Hier spielt ihr zwar keine echten Klassiker wie noch bei Donkey Kong 64, dafür könnt ihr sie aber zusammen mit Freunden spielen. Wäre super, wenn die Spiele Spaß machen würden. Tun sie aber nicht. Auf den, der es geil findet! Juhu! Tja, Ecken und Kanten gibt's viele. Aber welchen Maßstab will man ansetzen bei einem Spiel, das eigentlich in der Vergangenheit zu Hause ist?
Erst aus der richtigen Perspektive entfaltet Yooka-Laylee sein volles Potenzial. Ein Beispiel? Seht ihr, wie sich die Pflanzen mitbewegen, wenn Yooka sie berührt? Hä? Das ist doch total lame! Und jetzt stellt euch das Ganze im Jahr 2002 vor. Wow! Voll verschärft! Die flapsigen Sprüche der beiden Hauptcharaktere, die vielen neuen Fähigkeiten, die offene Spielwelt. Yooka-Laylee ist Banjo-Kazooie 3, so wie wir es uns damals gewünscht hätten. Ein bisschen wie ein Geburtstagsgeschenk, was 15 Jahre zu spät zugestellt wurde. Man braucht es halt nicht unbedingt, aber es ist doch ganz cool, nochmal zu sehen, auf was man damals so stand. Wir sagen es mal mit den Worten von Moneyboy. Kann man ahnen. Muss man aber nicht. Ich muss es einfach mitnehmen, dann packe ich das ein, dann packe ich noch was ein. Zu Hause weiß ich dann nicht, was ich damit machen soll. Dann stelle ich es in die Ecke. Yooka-Laylee, ach wie schön. Hast du damals den Vorgänger Banjo-Kazooie gespielt? Nee, Banjo-Kazooie habe ich nicht gespielt. Ich habe die ganzen Rayman-Teile damals gespielt, aber Banjo-Kazooie ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, du bist ja auch ein bisschen jünger noch. Ne? Aber das ist immer so ein Ding, man hat so eine nostalgische Verwurzelung mit solchen alten Titeln. Ja. Weil im Kopf altern die ja nicht. Ne? Man speichert die ja ab als genauso schön und modern wie Spiele von heute. Erst wenn man sie dann nochmal spielt, merkt man, wie verstaubt sie mittlerweile sind. Und deswegen ist es, glaube ich, immer so eine gefährliche Sache, so einen Titel neu aufzulegen. Auf der einen Seite hat man total Bock und freut sich, nochmal irgendwie so ein Stück Jugend zurückzubekommen. Auf der anderen Seite ist es eben auch nicht so ganz ungefährlich, dass eventuell die schöne Erinnerung dadurch zu besudeln. Man hat dann immer das Gefühl, es sah ja früher doch immer noch genauso geil aus. Und dann gehst du zurück oder spielst so einen neuen Teil und denkst du so, ja, so soll es ja auch aussehen. Und so sah es doch auch früher aus. Und dann spielst du diesen alten Teil nochmal und denkst so, okay, die Erinnerung, sie trügt auf jeden Fall sehr, sehr hart. Ja. Nein, aber was nicht sehr, sehr hart trügt und wo bei mir in letzter Zeit auch coole Erinnerungen aufkamen, waren Easter Eggs. Kennst du das, wenn Spiele, ja, nein, nur so Querverweise, kennst du das nicht, wenn ein Spiel das andere Spiel cool findet und dann was davon drin aufbaut? Ja, natürlich, klar. Also ich finde auch, dass Easter Eggs sind auch so eine Sache, die ja eigentlich aus der Vergangenheit kommen. Heutzutage findest du ja jedes Easter Egg in irgendeinem Forum zu einem Spiel. Ja. Oder welchen Tipps und Tricks. Und früher hast du ja eben eher Spiele gespielt, auf dich allein gestellt und musstest die Dinge selber entdecken. Wenn du dann ein Easter Egg entdeckt hast, bist du total ausgeflippt. Ja. Was total geil war. Heute wirst du mit der Information schon zugebombt, bevor das Spiel released wurde, so ungefähr. Das stimmt. Ja. Aber die Top 10 besten Easter Eggs haben wir für euch trotzdem rausgesucht und möchten sie euch gerne zeigen. Videospiel-Easter Eggs haben eine lange Tradition. Das älteste Osterei fault bereits seit 40 Jahren im Spiel Adventure vor sich hin. In einem versteckten Raum finden sich ein paar Credits. Und in fast jedem Spiel steckt ein Ei. Egal ob kleine Gags, persönliche Grüße der Entwickler oder klare Hommage an andere Spiele. Why so serious, Sam? Fast immer wirken Easter Eggs wie bizarre Hirnfürze, erdacht in der Kaffeepause. Ich bin der Gott des Frühstücks. Und weil das Thema Easter Eggs in der Ostersendung total lustig kommt, weil Easter Egg auf Deutsch ja Osterei heißt. Hä? Das verstehe ich nicht. Weil wir außerdem Gaming Top 5 Listen immer noch total unverbraucht und lustig finden und weil 10 Spiele bekanntlich geiler sind als 5, bekommt ihr jetzt die Top 10 der abgefahrensten Easter Eggs in Videospielen um die Ohren. Oh ja, was Spannendes! Und was zum Spiel! Wir starten mit einem gewaltigen Easter Egg aus Battlefield 4. Während sich Gamer nichtsahnd gegenseitig die Rübe wegschroten, zieht ein dunkler Schatten aus der Urzeit durch die Meere. Um ihn herauszulocken, müssen sich exakt 10 Spieler auf der DLC-Map Naval Strike um eine ganz bestimmte Boje versammeln. Und plötzlich taucht er auf. Ihr kennt ihn aus Filmen wie Megashark in Malibu, Megashark vs. Krokosaurus und Megashark vs. Mechashark. Es ist Megashark. Ach was. Der heißt im Volksmund Megalodon und taucht übrigens auch in der Map Paracel Storm auf. Platz 9. Im Spiel Red Faction Armageddon zerlegt ihr im Kapitel Marauder Defense ein paar Türen und Böden. Dann lauft ihr über eine magische Brücke und landet schließlich in einer bizarren Psychowelt, bewohnt von einem Horrorkarnickel auf Droge. Klingt albern, doch ihr erhaltet hier eine der schrecklichsten Waffen der Videospielgeschichte. Mr. Toots, das kreischende, regenbogenscheißende Pony. Guck mal, wie süß seine Kacke explodiert. Das hat sich doch mal gelohnt. Auf Platz 8 folgt Großstadtkorb Max Payne. Der schießt ja bekanntlich auf alles und jeden, weil er so schlimme Depressionen hat. Doch irgendwann legt er sich mit dem Falschen an. Er schmeißt eine Handgranate in ein Loch.
Und ein paar Shootouts später bekommt er dafür die Quittung. Denn die Ratten haben jetzt auch schlechte Laune und treten ihm in den Arsch. Und ihre Waffen sind nicht wie üblich Läuse und Beulenpest, sondern glänzende Colts. Ein tolles Easter Egg, das jedoch tragisch endet. Wir bleiben im Max Payne-Universum. Im dritten Teil des Zeitlupen-Shooters findet man in Kapitel 2 einen Fernseher in einem Konferenzraum. Guckt man sich das Programm lange genug an, startet eine spanische Soap-Opera. Soweit so GTA. Doch wer lange genug den jammernden, Vagabunda! Hysterisch bitchfightenden Puta! Und leicht bekleideten Damen zuguckt, erlebt das grandios bescheuerte Finale der Folge. Das Gezeter löst bei einer der Damen eine spontane Küchengeburt aus. Eigentlich schon bizarr genug, doch den fiesen kleinen Möb, der dann das Licht der Welt erblickt, kann man nicht mal guten Gewissens an einer Raststätte aussetzen. Wir machen weiter mit einem Easter Egg der ganz anderen Art, das man in Far Cry 4 findet. Aber Achtung, wir geben hiermit ausdrücklich Spoiler-Alarm. Alarm! Alarm! Ihr wollt in Far Cry 4 die Asche eurer Mutter an ihren angestammten Platz bringen? Ihr wollt dafür aber nicht unnötig rumballern, auf Elefanten reiten und vor allem keinen Streit mit Captain Fieser Scheitel starten? Dann bleibt doch am Anfang des Spiels einfach 15 Minuten lang sitzen. Der Hipster-Tyrann kommt dann wieder zurück, fliegt euch brav zur Krypta, ihr stellt die Vase mit der Asche ab und das Spiel ist vorbei. Speedrun mal anders. Wir haben bekanntlich eine Vorliebe für geile Tanzeinlagen. Deshalb liegt auf Platz 5 Crysis 2 mit einer diskomäßigen Überraschung. In der Mission Dead Man Walking gibt's einen Fahrstuhl, der sich zunächst nicht regt. Findet man jedoch ein paar Gänge weiter den versteckten Power Generator und geht dann wieder zurück, fährt das Teil plötzlich wieder. Aber nicht mit Strom, sondern mit sexy Vibrations. Wir sagten ja bereits, dass wir auf geile Tanzeinlagen stehen. Geil. Deshalb geht's disco-mäßig weiter mit The Evil Within. In Kapitel 3 lauft ihr durch ein Hotel und findet diesen Automaten. Den müsst ihr exakt 15 Mal drücken, um das Easter Egg auszulösen. Ein toller Spannungsaufbau, den wir euch nicht vorenthalten wollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die 8, 9, 10, 11, die 12, 13, 14 und die 15. You are boring me to death and I am already dead. You're boring me back to death. Anschließend findet ihr ein Loch in der Wand, da guckt ihr durch und zack, da ist eine heiße Zombie-Braut am Tanzen. Hier nochmal zum Vergleich, die Crysis-Soldaten? Ganz klar, die Zombie-Braut ist geiler. Oh, du geiles Ding. Wenn ihr in Gears of War 3 die Figur eines Hühnerpiraten findet und im weiteren Verlauf ein paar Munitionskisten in den Abgrund schubst, steigt plötzlich der leibhaftige Hühnerpirat in die Lüfte. Der versorgt euch mit der Hühnerschusswaffe. Was die macht? Sie schießt Hühner. Das ist ziemlich lustig, aber natürlich mieseste Tierquälerei. Das ist schlimm. Doch die gemeine Hühnerhatz geht noch weiter. Ruft ihr im ersten Kapitel nacheinander Hallo in vier Röhren hinein, kommt ein kleines Huhn heraus. Das könnt ihr jetzt ein bisschen streicheln oder ihr haltet volles Rohr drauf. Denn das Killerhuhn ist eigentlich ein feuerspuckender goldener Hühnermutant, gekommen, um euch zu vernichten. Das ist eine Perversion des Lebens. You tell I'm at, you fuck. Auf Platz 2 hat es Far Cry 1 geschafft. Aus gutem Grund. Ihr müsst euren Buggy auf der Map Ford auf einer Treppe parken, wo er schön im Weg steht. Dann müsst ihr eine ganze Menge Sachen beachten, die wir hier nicht aufzählen wollen. Wenn ihr das Easter Egg korrekt getriggert habt, kommt ihr später zurück und könnt dabei zusehen, wie zwei Schweine wütend versuchen, den Buggy zu einem angemessenen Parkplatz zu fahren. Aber was ist noch besser als Schweine, die Auto fahren? Hitman Blood Money macht's vor. In der Mission Till Death Do Us Part besucht ihr beruflich eine Hochzeitsgesellschaft. Die tanzt fröhlich und gesittet im Garten, bis ihr eine Münze entdeckt und darauf schießt. Was dann passiert, ist überraschend. Da Blood Money auch ansonsten aus allen Easter Egg-Nähten platzt, wie zum Beispiel hier oder hier,
ist es der verdiente Sieger. In der nächsten Folge präsentieren wir euch die Top 5 der Top 5 der Schafe in Videospielen. Gehabt euch wohl, euer Ingo. Ja, und nun geht sie auch gleich los, wie versprochen, unsere große Ostereiersuche. Denn das Osterfest steht vor der Tür. Ja. Schön, oder? Unsere Freunde von den Rocket Miners haben in Minecraft eine tolle kleine Insel vorbereitet. Und in der Insel gilt es nämlich, oder auf der Insel gilt es nämlich, Ostereier zu suchen. Ostereier in Form von Gemälden, also die Oster sind in Bildern, ja. Und es gibt noch extra, nicht verwechseln, es gibt noch extra Gemälde mit Porträts der 6 Game 2 Moderatoren. So. Und ihr müsst Eier und Porträts suchen. Ja, die Eier bringen 1 Punkt und die Porträts bringen 3 Punkte. Aber nur, wenn ihr diese Eier oder die Porträts in eurem eigenen Nest abliefert. Hm. Für dieses ganze Unterfangen habt ihr insgesamt 5 Minuten Zeit. Und wer am Ende die meisten Eier bzw. Porträts in seinem Nest hat, kriegt eben auch die meisten Punkte und gewinnt. Aber Achtung, wenn die Zeit abläuft und ihr habt die Eier nur in eurem Inventar und nicht in dem Nest, ja, dann habt ihr nichts. Also muss man sich, überlegen, was will man tun. Alles das klar, ist eine riesige Insel. Was will man tun? Habt ihr noch Fragen, Freunde? Nein. Seid ihr ready für die große Ostereierjagd? Immer ready. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Ich zähle euch an, okay? Zähl uns an. Es geht los. 3, 2, 1, go! Anna Sophia, du Mogeltante! Ich bin runtergefallen, ich bin zurück. Rudilisch geht's, wer sucht weiter? Ist das schon losgerannt, oder was? So. Hab ich das jetzt? Du hast ein Ei. Ich habe ein Ei. Renne ich schon? Jetzt du rennst schon? Achtet darauf, vielleicht, es gibt ja auch so große Bauwerke in dem Spiel. Nicht jetzt schon Hilfestellung für Leute. Für Leute, die es gar nicht brauchen, meinst du? Ein Biechen. Sehr schön, schönes Porträt gefunden. Oh nein, das ist gemein, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich bin jetzt voll unter... Komm ich denn da runter? Ja, mach mal ein bisschen hin, Sophia. Kann man ich komm nicht mehr runter. Guck mal. Oh nein, ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier wirklich nicht mehr runter. Oh Gott sei Dank. Alter, ich springe hier von hier. Ich töte mich. Hallo. Was ist das für eine Scheiße? Also wichtig für euch natürlich, keine Blöcke kaputt machen. Ja, ich komme da sonst nicht runter. Das darf man nicht. Ich komme da nicht runter, du mieses Schwein. Niemand darf keine Blöcke kaputt machen. Genauso darf man auch nicht fliegen. Nein, das ist egal. Das ist mir so scheißegal. Das ist egal. Ich komme nicht von diesem Kackhaus runter. Okay, das werden wir uns gleich was überlegen müssen. Ja, dann überleg dir was. Okay, dann überleg dir, wie ich da runterkomme. Das darf man nicht kaputt machen. Nicht fliegen. Oh, ein Ei. Nur springen, bitte. Nur springen. Okay, dann bleiben wir jetzt 5 Minuten im Haus drin und ist das Spiel vorbei. Willst du das lieber? Nein! Also! Oh. Spiel weiter! Alles ist gut. Was ist das für ein geiler Pilz? Alles ist gut. Bitte. Ich würde gerne ein Porträt finden. Hast du noch Fragen, Sophia? Wie fühlst du dich gut? Es geht mir sehr gut. Okay, sehr gut. Oh, ein Ei. Sophia, du hast schon ein bisschen was im Inventar, oder? Ich habe ein bisschen was im Inventar. Ich glaube, ich bin jetzt einmal gleich um die Insel auch rum. Liefere ich jetzt schon mal was ich habe. Darfst du da hin hier? Oder ist das darfst du überall hin? Darfst du nicht fliegen? Das ist ganz wichtig. Also ich würde mal schauen, was da los ist. Sieht es auf jeden Fall wichtig aus. Wichtig, Eier. Ja, so ein kleiner Totenkopfbereich. Oh Gott. Eier. Wie bekomme ich denn. Sophia liefert schon ab hier oder was? Habe ich alle Eier abgeliefert jetzt? Guck mal in dein Inventar. Ich habe nicht alle Eier abgeliefert. Oder? Noch ein Ei. Noch ein Ei. Du musst dir übrigens, was du gerade machst, ist Quatsch, ne? Was wie? Ich sag's dir nochmal. Oh nein, du bist in mein Nest, die müssen gar nicht vor die Wand. Exakt. Oh nein. Aber es war sehr schön anzusehen, wie du die Eier für den späteren Siegeszug schon mal präsentierst. Was ist denn los, Nils? Tot. Oh mein Gott. Nein. Gott sei Dank ist Nils tot. Schön hoch da. Guck mal, das läuft doch super. Schön ins Nest rein. Das ist echt traurig, Mann. Ich hab's nicht mal. Was ist das denn? Wie spannend ist das? Was ist denn da los? Ist das Sophia? Naja, ich weiß nicht. Wo ist der? Wo denn? Wo ist Nils? Ich möchte ihn schlagen. Sah auf jeden Fall ein bisschen creepy aus, muss ich sagen. War das ein Creep? Habt ihr einen Creep gemacht? Oh mein Gott, wie kann man denn hochspringen? Also ich glaube, du hast gerade, Nils, den Horror-Osterhasen gesehen. Mir geht's nämlich wirklich, es gibt ja wirklich einen Horror-Osterhasen. Wenn ihr euch trifft, dann werdet ihr ein bisschen langsamer. Was? Habt ihr Nachteil. Also, Obacht vor dem Horror-Osterhasen. Boah, ist das ein Ei? Nein. Ei. So, wie schnell, ihr habt noch... Also, 2:20 sehe ich noch auf der Uhr. Habt ihr gehört? 2 Minuten 20? 2 Minuten 20. Das ist mir egal, weil ich gerade was gesehen habe. Also, mehr als die Hälfte der Zeit ist schon verstrichen. Mega nice. Oh mein Gott. Aber ich habe noch kein Bauwerk gefunden. Schön, Nils. Schönes Wikinger-Schiff. Wen hast du? Ist er? Oh, wurdest du getroffen? Ey. Sophia wurde getroffen von dem Horror-Osterhasen. Was will er von mir? Jetzt bist du langsamer, richtig? Ich weiß es nicht. Ich fliehe gerade. Nils, wie kann ich dir helfen? Ich will alles haben, was mit mir okay, gefällt. Wie lange habe ich noch Zeit, Krogi? Also sorry, ihr habt immer noch 1 Minute 53, ganz das genau. Das ist sehr gut. Ja? Eine sehr überschaubare Insel. Ich wünschte, das wäre mein Zuhause. Guck mal, du bist hier im Schiffsrumpf. Und schon wieder ein Porträt. Wieso hat er? Er sammelt nur Porträts. Wo ist hier ein Schiff? Ich sage nicht nee zum Porträt. Dafür hat aber der liebe Nils auch noch nichts abgeliefert. Wie viel hat er denn in seinem Inventar, Krogi? Das weiß nur der Nils. Ja, aber ich kann ja auch rüberschauen, aber es kostet Zeit. Naja, das muss man auch überlegen. Das ist aber auch vor allem nicht in Ordnung. Bei Leuten einfach zum Luschern. Zu schauen. Ich gebe mir hier so voll Mühe. Dafür hast du schon wieder ein schönes Ei gefunden. Ich habe ein richtig schönes Ei. Du machst schon Meter mit den Eiern, Sophia, ne? Das ist so dein Metier.
Ganz gut. Ich laufe richtig viel. Die Schrittzahl ist sehr hoch heute. Oh, noch ein Ei. Hier waren die es nicht. Das ist ein neues Ei. Da ist der Horror-Osterhase schon wieder. Oh, ich muss schnell weglaufen vor dem. Man hat doch ein bisschen Angst vor dem, oder? So, liebe Leute, gleich heißt es eine Minute. Wir haben jetzt noch 1:06, ganz genau. Oh, oh. Ich geb's nur mal durch. Oh. Sophia auf dem Weg zum ersten Porträt. Fantastische Leistung hier. Oh. In der Höhle des Todes. Denn auch die Osterinsel birgt so manche Gefahr, wie man merkt. Das ist ja der Hammer. Cool. Nein, jetzt im Ernst. Ich hätte nicht gedacht, dass ich an Minecraft so viel Spaß finden könnte. Aber das ist sehr kompetitiv. Ich habe richtig Bock, Nils fertig zu. Oh mein Gott, ich muss meine Eier zurückbringen. Nils droppt seinen Inventar. Ich kann das nicht droppen. Oh mein Gott, da ist der. Nils kann nicht droppen. Warum kann Nils nicht droppen? Hier, da, ich kann nicht droppen. Sophie, du musst ins Nest, oder was? Du musst ins Nest ziehen. Ja, das ist ja natürlich jetzt mega. Ich bin im fucking Nest. Jetzt ich ziele auf das Ding. Wie lange habe ich noch? Da. Oh. Es ist nicht möglich, oder? Doch, das geht. Jetzt okay, geht's. Ins Nest zielen und alles ist cool. Bin ein sehr Sophia guter auch im Weg zum Abliefern. Wir haben noch 20 Sekunden. Boah, ich bin so gut. Aber ich muss ja nicht hier rumlungern. Nee, du musst ja nicht. Du kannst ja noch einen kleinen Sprint versuchen. Was ist das für ein Transportdreh? Vom Simon. Aber die sind 10 Sekunden, 9. Sind die, also sind die alle nur 8, einmal da eigentlich? 7, 6, geh weg, Nils. 5, geh weg. 4, 3, 2, 1. Hände weg, liebe Leute. Hände weg, das war's. Hände weg, Hände weg, Hände weg, Hände weg. Ah. Oh, war das spannend. Wie fühlt ihr euch? Sehr gut. Ich glaube, ich habe gewonnen. Es ist echt mega spannend. Ich fand's gut. Ja. Ich fand's ganz geil. Besonders, als ihr mich im Baumhaus einsperren wolltet. Ja, mein Ergebnis, mein Freund. Wollen wir uns das angucken? Was haben wir denn bei Sophia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 Points bei Sophia, ein Porträt. Und bei Nils haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 15 Punkte mit den 3 Porträts für Nils. Das heißt ja wohl, wer ist der King? Wer ist der Osterking? Nils ist der Osterking. Ein Applaus von mir. Geile Sache, Rocket Miner. Hat er gut gemacht. Wie fühlst du dich, Nils? Ja, das ist unbeschreiblich. Das hätte ich mir wirklich nicht, als ich damals meine Karriere begonnen habe, hätte ich mir nicht ausmalen können, dass ich heute hier sitze und Hammer. Dank der Mocket Reiners hier den Sieg beim Osterhasen. Und Sophia, du willst lieber was anderes ankündigen jetzt wahrscheinlich. Du hast keinen Bock mehr auf Ostern, oder? Ich habe keinen Bock mehr auf Ostern, aber ich habe einen ganz tollen Beitrag noch für euch. Wenn ihr mittlerweile problemlos ins Berghain reinkommt und das ohne Schlange, das Finanzamt euer bester Freund ist und Busfahrer euch grüßen, dann ist euer Leben definitiv zu wenig Kafkaesk. Und da haben wir ein ganz tolles Spiel heute dabei, nämlich Franz Kafka The Video Game. Also schaut euch unser Review an. Er ist stärker als Kratos. Schneller als Sonic. Und schlauer als Dr. Kawashima. Aber kann er auch dem größten Endboss begegnen? Seinem Vater? Franz Kafka. Wer den actionlastigen Superhelden-Blockbuster erwartet, ist hier vielleicht nicht ganz richtig. Denn heute geht's mehr um Hirnschmalz statt Muskeln. Bühne frei für The Franz Kafka Videogame. Das neue Werk des One-Man-Developers Denis Galanin. Der hat schon vor 7 Jahren mit Hamlet seine Liebe für literaturbasierte Gaming-Schmankerl bewiesen und wagt sich jetzt an ein neues Knobelkaleidoskop. Und das mit einem Namenspatron, der sogar Oma zum Zocken verführen könnte. Wir schlüpfen also in die Rolle von K., der zumindest namentlich an Josef K. erinnert, Kafkas Protagonisten aus Der Prozess. Hier und da erinnern auch einige andere Elemente an Kafkas literarisches Werk. Ein ungeziefer Mensch. Ein Bürokrat, der uns den Weg versperrt und uns Anträge ausfüllen lässt. Ein tellerschlagender Affe mit rotem Hut. Moment mal, gab es den? Weiß das jemand? Kann das mal bitte jemand nachlesen? Markus, kennst du Kafka? Kafka? Kaffee? Ja. Micha, kennst du Kafka? Nee, aber ich hab Kiff da. Tim, kennst du Kafka? Kaka. Ja, aber sogar Markus merkt, dass hier irgendetwas faul ist. Habt ihr vorher nichts von Kafka gelesen, werdet ihr auch nach dem Spiel kein Referat über den eigenwilligen Weltliteraten halten können. Denn inhaltlicher Tiefgang und direkter Bezug zum Autor fehlen.
Aber Bildungsauftrag beiseite, wie sieht's denn mit dem spielerischen Fleisch aus? Was kommt denn wohl jetzt? Im Kern serviert euch The Franz Kafka Videogame für knapp 10 Euro eine Aneinanderreihung von Einzelbildschirmen mit mehr oder weniger logischen Kopfnüssen. Da die allzu unterschiedlichen Aufgabenansätze nicht aufeinander aufbauen, bleibt der Lerneffekt aber leider aus. Die Folge? Anstatt unser Hirn zu bemühen, klicken wir allzu oft den Bildschirm Pixel für Pixel ab, um der Lösung per Trial and Error auf die Schliche zu kommen. Der einzige Ausweg aus der Bildschirm-Klick-Odyssee ist dann der Lösungsblock oben rechts. Hier läuft ein Countdown ab, der in zwei Schritten zunächst eine Rätselhilfe, dann aber direkt die ganze Lösung offenlegt. Nicht der eleganteste Weg, aber egal, wir wollen ja schließlich weiter die Story entdecken. Doch auch die ist ein klarer Fall für Interpretationsfans. Anstatt eine von Kafkas Geschichten nachzuerzählen, versucht das Spiel eher die Stimmung seiner Werke einzufangen. Typische Leitmotive des Prager Autors sind schließlich Fremdbestimmung, Erniedrigung und Ausweglosigkeit. Doch für derartige Gefühlsregungen ist der Knobelmarathon nicht hart genug zu uns. Und die Ausweglosigkeit ist spätestens nach Ablauf des Lösungstimers beendet. So bleibt am Ende nur die schöne Absurdität der Bilder. Nach 3 Stunden Spielzeit waren zumindest wir nicht sicher, was wir von The Franz Kafka Videogame halten sollen. Der prominente Name weckt eine gewisse Erwartungshaltung, doch häufig sind die Bezüge unklar und die Rätsel unlogisch. Und auch als Kafka-Kenner fällt es schwer, dem Spiel eine leidenschaftliche oder zumindest kafkaeske Liebe entgegenzubringen. Andi? Kennst du Kafka? Kafka. Natürlich! Markus Kafka, Moderator bei Viva 2, DJ, Buchautor. Nein, Andi. Nee, nicht der. Ah, der andere. Kefka Palazzo, Oberendboss bei Final Fantasy VI, der nihilistische Clown, der. Leute, er kennt ihn auch nicht. Lass gehen. Oh nein, Franz Kafka, der tschechische Autor, der eine ganze Literaturrichtung geprägt hat. Die Verwandlung, der Prozess, aber der krasseste Schriftsteller überhaupt. Oh Mann! Oh, das hätte ich doch alles gewusst. Tja, und wer ganz besonders gut aufgepasst hat, der wird natürlich jetzt den Zusammenhang zur Anmoderation herstellen, als wir uns in Kaninchen verwandelt hatten. Jetzt können wir es ja sagen, wir haben die Kaninchen synchronisiert. Die haben gar nicht wirklich gesprochen. Das war auch so eine Kafka-Geschichte. Ne? Sophia, du hast ja das Spiel gespielt, du hast es getestet. Ja. Du bist ja auch großer Kafka-Fan, du leitest ja auch das Kafka-Forum. Ja. Bei Wo dir ich im alleine Kaff Mitglied irgendwo. Bin. Im Kaff? Ja. Ja. Was ist so dein Fazit? Mein Fazit von dem Spiel, man muss natürlich, das kommt vielleicht nicht komplett rüber, man muss natürlich bedenken, dass das eine Einzelperson quasi geschaffen hat. Und ich finde es ästhetisch sehr, sehr schön. Ich fände es halt schön, wenn das Spiel seinen eigenen Bildungsauftrag quasi in dem Moment ein bisschen mehr in die Hand genommen hätte und den Leuten ein bisschen direkter das ganze Feeling so von Kafka und seinen Werken und so und den einzelnen Personen vermittelt hätte. So ist das ein bisschen zusammenhanglos und wie im Beitrag gesagt, mir fehlt es. Ich mag es total gerne, wenn Rätsel aufeinander aufbauen, wenn mir so ein Löffelchen in die Hand gegeben wird und gesagt wird, mit dem Löffel kannst du aber nicht nur auf den Baumstamm klopfen, sondern auch auf dem Schlagzeug spielen zum Beispiel, keine Ahnung. Das klingt wie ein sehr knackiges Rätsel. Ja, aber ich muss die Rätsel ja auch lösen und mir nicht die Rätsel ausdenken. Man müsste die Rätsel nicht lösen, wenn sie in den News bekannt gegeben werden würden, die Lösung der Rätsel. Leider ist das bei uns nicht Bestandteil der Sendung. Dafür haben wir andere tolle News. Hier ist der Kruckmeister. Hallo. Sehr schönen guten Tag. Ich werde leider die News mit einem traurigen Thema starten müssen. Denn ein sehr gutes Betriebssystem von mir, ein wahrer Freund, seit 2007 begleitet mich. Dieses Betriebssystem wird jetzt seine letzten Stunden erleben. Denn der Support wird eingestellt. Der Support von natürlich Windows Vista wird eingestellt. Und ganz ehrlich, wir sollten hier im Studio einmal unseren Respekt zollen und einmal innehalten und einmal eine Schweigeminute für Windows Vista jetzt hier abliefern. Bitte einmal Ruhe. Das ist natürlich Bullshit! Windows Vista war scheiße! Und dementsprechend gibt's von mir Guilty Hammer! Guilty Hau ab! Hammer. Gut, die nächsten News. Liebe Leute, ich zeige euch jetzt ein Video. Seid wachsam hier. Bin bereit, ja. Ja? Seid ihr bereit? Bin sehr bereit. Es gibt ja diese Schleimmonster. Zum Beispiel gibt es Schleimmonster im japanischen Rollenspiel Dragon Quest. Schauen wir mal rein. Meine Frage an euch: Für welchen Gegenstand könnte man denn dieses Schleimmonster als Vorlage benutzen? Also für einen echten Gegenstand. Ja? Ich habe gelesen, es gibt jetzt so kleine Kügelchen, da ist Trinkwasser drin. Und die werden aus so Algen gebaut.
und das soll Plastik sparen. Und das sieht genauso aus wie das. Ist eine gute Idee, Sophia. Und du? Ich habe neulich ein Jump-House gesehen. Da kann man zwischen großen Brüsten einfach springen. Das sieht auch genau so aus. Also was mit Greifen, ne? Du bist auf einem guten Weg. Ja. Genau das sagte sich nämlich auch der Hersteller Hori. Will nämlich einen schönen PlayStation 4-Controller rausbringen, anlässlich zum Release von Dragon Quest 11. Und zwar im japanischen Markt soll das Ganze veröffentlicht werden. Ob es dann auch zu uns kommt, das ganze gute Teil, das weiß man noch nicht. Und ganz ehrlich, wird es ergonomisch sein? Man weiß es nicht. Ich sage einfach mal... Toll, da bleiben wir dran. Nächste News. Und zwar, wir wissen schon, Battlefront 2 wurde im letzten Jahr angekündigt. Aber es gab bislang noch keine bewegten Bilder, noch kein Material. Jetzt ist ein erster Trailer veröffentlicht worden. Er ist geleakt worden. Schaut mal rein hier. I still remember my last orders. Und zwar ist im Internet ein Trailer zu Star Wars Battlefront 2 aufgetaucht. Man sieht schon erste Charaktere, zum Beispiel Yoda, Darth Maul, Kylo Ren und Rey. Demnach soll das Charakterangebot viel vielfältiger sein als im Vorgänger. Und es soll auch eine Singleplayer-Kampagne geben. Wie die ausfallen wird, weiß man noch nicht ganz. Naja, man muss aufpassen, ob das Ganze auch wirklich gut wird. Ihr kennt ja den Hype, den es bei Battlefront 1 gab. Da waren ja alle sehr gehypt und sehr gepusht. Das Endergebnis war dann doch gar nicht ganz so gut. Also passt auf, der Zug kommt näher, der Zug rauscht an. Ihr wisst genau, von welchem Zug ich spreche, von dem hier. Hype Train! Ja, liebe Leute, eine News habe ich natürlich noch. Und zwar, Pokémon-Freunde wissen es schon. Alle anderen wissen es jetzt offiziell von Nintendo. Und zwar gibt es ein geiles neues Pokémon. Guckt mal rein. Natürlich auf Nintendo DS. Und zwar Pokémon Sonne und Mond. Ich freue mich drauf, wo man das kriegt, wann man das kriegt, wie es abläuft, weiß man noch nicht. Aber wir werden es alle finden irgendwann, zwangsläufig. So selten wird es nicht werden. Das war meine News, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde heute was richtig... Newsenstein. Und mit den Worten möchte ich gerne mich verabschieden, zurück ins Studio. Danke. Vielen Dank, Herr Krugmann. Ich muss sagen, ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig, weil die letzten beiden Bumper, oder wie das heißt, seine Hauknöpfe auf jeden Fall, das waren genau die, die ich mir letztes Mal gewünscht habe. Und diese Sendung haben wir sie drin. Sehr gerne. Gut. Vielen Dank. Wir werden einfach immer besser. Schön. Ja, alle zusammen. Aber ich bin nicht die Einzige, die sich was wünscht. Nämlich Colin darf sich auch manchmal was wünschen. Und Colin hat sich ein neues Spiel gewünscht. Und dieses Spiel ist ein neues Advanced Wars. Ja, wir schauen mal rein, was das ist. Wünsch dir was. Piu, piu. Nimm das, du böser Panzer. Hey, General, wir sind unter Beschuss. Ich glaube, die haben eine Superkanone. Ja, wir haben eine Superkanone. Was zur Hölle? Was machst du da? Ich kämpfe gegen den bösen General Gaspard. Aber zurzeit verliere ich. Willst du mit? Ja, seid doch kein Wunder hier. Guck dir das doch mal an. Die Fußsoldaten, die stehen völlig frei. Schon mal was vom Geländevorteil gehört? Oder hier, mit dem Helikopter. Der durchdringt mit seinem MG natürlich die Panzerung von dem Panzer, ne? Oder klar, der Aufklärungsjeep, ne? Ja klar, dem wachsen dann plötzlich Flügel und dann hui, hui, fliegt er über den Fluss. Oder wie hast du das vorgestellt? Ich wollte doch einfach nur spielen. Ich wollte doch... Kleppe! Was du willst, das ist eine ordentliche Lektion in fortgeschrittener Kriegsführung. Ja, ja, okay, bevor die Wortspiel-Spezialisten hier die Konterkanonen auffahren. Das Advance in Advance Wars bezieht sich eigentlich auf Nintendos kleinen Taschenspieler. Denn mit der Game Boy Advance-Episode erschien 2001 zum allerersten Mal überhaupt ein Teil der sogenannten Nintendo Wars-Saga in westlichen Gefilden. In Japan hatten es Konsolenstrategen weit besser. Da war die Serie schon seit Jahren davor der heiße Scheiß. Sogar mit eigener Fernsehwerbung. Wir springen zurück ins Jahr 1988. In Fernost erscheint das Seriendebüt auf der japanischen Version des NES und wird passenderweise einfach Famicom Wars getauft. Nintendo Family Computer, Famicom Wars! Eine Namensgebung mit Folgen. Alle Serien-Sequels heißen fortan so wie das System, für das sie veröffentlicht werden. Also etwa Game Boy Wars oder Super Famicom Wars auf dem Super Nintendo. Alles klar soweit? Sir, yes, sir! Gut, weiter im Text. Dass die Serie im Westen allgemein nur als Advance Wars bekannt ist, liegt daran, dass Nintendo auch nach dem GBA-Debüt und der Fortsetzung Black Hole Rising den Namen behielt und für die beiden DS-Sequels Dual Strike und Dark Conflict lediglich die Untertitel ergänzte. Warum ich euch das alles erzähle? Ja, weil's scheißegal ist, welchen Teil ihr auf welchem System zockt. Geil sind sie nämlich alle. Und das liegt an dem so einfachen wie brillanten Kampfsystem, das sich seit dem NES-Debüt nur unwesentlich verändert hat.
Die Basis der rundenbasierten Scharmützel bildet das gute alte Schere-Stein-Papier-Prinzip. Wenn ihr also nacheinander die Truppen auf dem schachbrettartigen Schlachtfeld bewegt, gilt es, die Vor- und Nachteile der einzelnen Einheiten optimal zu nutzen. Schwere Kampfpanzer etwa sind bestens geeignet gegen Späher-Jeeps. Gegen die explosive Ladung der Bomber haben sie hingegen schlechte Karten. Und Flugzeuge wiederum, ja, die sind für feindliche Luftabwehrsysteme leichte Beute. Ganz schön cool, oder? Ja, geil. Hab ich Bock drauf. Ja, sag ich doch. Und vom entscheidenden Clou habe ich noch nicht mal erzählt. Die Truppenstärke jeder Einheit, also egal ob Bazooka Boys oder Helikopterstaffel, wird durch den Maximalwert 10 angegeben. Diese enorm wichtige Zahl fasst quasi die Angriffs- und Verteidigungskraft zusammen. Kapier ich nicht. Oh Mann, okay, also nochmal in dumm. Je höher die Zahl, desto mehr Bum-Bum. Null gleich tot. Und das ist gerade mal die Spitze des Eisbergs. Stehen die Fußtruppen ohne Deckung auf offener Straße oder gut geschützt in der Stadt? Wann setze ich die Spezialgabe meines Kommandanten am effektivsten ein? Das sind die Fragen, die den versierten Hobbygeneral Runde für Runde auf Taktiktrab halten. Lasst euch von der knuffeligen, niedlich Optik nicht täuschen. Wer perfekt plant, der lässt gnadenlos Feuer und Verzweiflung auf die feindlichen Truppen niederregnen, ohne jede Chance auf Gegenwehr. Der perfekte Sieg. Nein, jetzt sind die aber alle tot. Das finde ich blöd. Nein, die schlafen doch nur. Schlafen? Ja, die fliegen zurück zur Basis. Das sind ganz viele gemütliche Bettchen. Und wenn du genug Geld hast, dann wächst du dir wieder auf. Wächst dir auf? Ja. Mhm. Genau. Denn mit Kohle ist so ziemlich alles möglich in Advance Wars. Die Serie verzichtet, im Gegensatz zur ähnlich aufgebauten Fire Emblem-Saga, auf überflüssigen Rollenspiel-Vierlefanz wie Figurenausrüstung oder melodramatische Einzelschicksale. Hier zählt nur die Truppe als Ganzes. Solange ihr nämlich genug Kohle habt, könnt ihr Einheiten nachproduzieren, bis die dicke Bertha brummt. Das einfache, aber ausgebuffte Wirtschaftssystem macht's möglich. Je mehr Städte ihr besetzt haltet, desto größer die Einnahmen. Also, immer schön das Konto im Blick haben, dann spucken Fabriken, Flug- und Seehäfen eine Kriegsmaschine nach der nächsten aus. Und dann stelle ich die Bodeneinheiten hier unter die Bäume in den Wald. Ja. Da sind die besser geschützt. Ja, richtig. Und die anderen kann ich doch hier in den Helikoptertransporter tun. Da kann der über den Fluss fliegen. Ganz genau so. Und dann kommt der AT-AT und ballert alle kaputt. Es ist zum Heulen. Er ist so dumm. Ja, okay, für den Laien mag das jetzt alles etwas kompliziert klingen. Und tatsächlich habe ich gerade mal 3/8 des Spielkonzepts grob angerissen. Aber glaubt mir einfach, Advance Wars ist das genaue Gegenteil von kompliziert. Es ist aufs Nötigste reduzierte Rundentaktik in Perfektion. Schnörkelloser Spielspaß ohne Präsentationsballast. Why are you telling me this? What makes you think I have any interest in that at all? Weil die Zukunft der Serie aktuell ungefähr so düster aussieht, wie der Bildschirm, auf den ihr gerade starrt. Jupp, seit dem letzten DS-Teil Dark Conflict aus dem Jahr 2008 hat man nichts mehr gehört von der Serie. Und nein, Battalion Wars, die beiden halbgaren Echtzeit-Rip-Offs auf GameCube und Wii, zählen nicht. Keine Ahnung, warum Nintendo die heißgeliebten Handheld-Kriege auf dem firmeneigenen Franchise-Friedhof vergammeln lässt. Aber vielleicht... Ja, vielleicht basteln die Japaner ja auch klammheimlich an einer Collection mit allen Serienteilen drin. Und eine ganz neue Kampagne ist auch dabei. Und das alles als edle Sammleredition für die Switch? Ach, das wäre doch schön. Feindliche Bewegung unmittelbar hinter Fluss. Alles klar, wir schicken die Panzer zur Blockade der Brücke vor. Direkt dahinter die Artillerie für indirekten Beschuss. Boah, voll langweilig, der Onkel. Ich zock lieber Gameboy. Was ist das? Advance Wars? Das sieht ja cool aus. Ach ja, schön. Und leider schon fast vorbei, die Sendung. Aber ein Piece, ein ganz wichtiges Sendungspiece fehlt noch. Und das gehört natürlich dir, Michael. Das fehlt noch. Und zwar schreibt keine Ahnung. Keine Explosion bei Krugis High Fives. Na, das darf natürlich nicht sein. Was steht da in Unmut? Das ändern wir jetzt. Komm schon rein hier. Sehr schön. Ein Traum.
Michael, vielen Dank für diesen. Sehr gern. Sehr gern, Leute. Oh, nochmal. Jetzt bin ich auf. Jetzt bin ich auf. Schnell. Komm her. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Ein explosives Fest wünschen wir euch allen. Habt schöne Feiertage und Wiederschauen. Reingehauen. Leute, ich habe mir nochmal unsere Klicks angeguckt und würde sagen, da könnte noch deutlich mehr gehen. Überlegt mal, was für Aktionen hat man denn in letzter Zeit, die uns so richtig nach vorne gebracht haben? Beats Tag und Nacht. Yeah! Alter, Aktion nach dem Mauerfall. Der Beef mit Nerdscope. Beef mit Nerdscope. Sehr gut, Sebastian. So, was machen wir jetzt? Beef mit Nerdscope. Wow, super kreativ, Rudi. So wird das nichts mit der Bezahlung. Ja, dann machen wir Beef mit anderen YouTubern. Beef mit anderen YouTubern. Richtig, Sophia. Und da kam auch schon einiges rein. Hier, guck mal. Warte, ihr seid... Shit, jetzt habe ich nur... Ich habe nur ein Mikro für euch beide. Hä? Komm, ist nicht dein Ernst. Wir brauchen noch zwei Mikrofone, das sind zwei Leute. Nee, ihr könnt einfach nahe zusammenstehen, dann klappt das schon. Alter, ist nicht dein Ernst? Das Catering war scheiße. Wir haben auch keine Batterien mehr. Sind wir bei den Rocket Beans oder was? Nee, das geht nicht. Im Ernst. Oh ja, Tonprobleme, so innovativ. Tonprobleme, das ist echt Quatsch. Sag nochmal. Tonprobleme, das ist echt Quatsch. Oh, die Spaßpolizei ist heute wohl im Haus, ne? Guck mal hier jetzt. Yo, Rocket Beans, hier kommt mein Rocket Beef und zwar in Hochkant, denn Hochkant ist das neue Quer. Oh, wisst ihr nicht? Kein Wunder, ihr seid ja auch in den Nullerjahren hängen geblieben, statt mit der Time zu walken. Nuller passt ja auch ganz gut zu euch. Leute, komm hier. Vielleicht das hier besser. Ich fand Beans Tag und Nacht war noch so das Beste, was ihr gemacht habt, aber selbst das war schon echt richtig scheiße. Was? Nein! Diese Dummköpfe. Okay, sorry, dann denken wir halt noch mal ein Wochenende drüber rum. Vielleicht kommt ja noch eine gute Idee. Oh, das ist gerade noch was ganz frisch reingekommen hier. Game 2, ihr seid die schlechteste Schlagersendung auf diesem verdammten Planeten. Und Colin, du bist der schlechteste Schlagersänger unter der Sonne. Das Einzige, was noch schlechter ist, ist deine Frisur. Das kann doch wohl nicht angehen! Entschuldigung, hab ich einmal ganz gezogen. Sebastian, jetzt... Scheiße mit dem Beef, das war doch... Sophia, das war doch deine Idee! Nee, komm, ihr könnt jetzt alle euch mal hier schön verpissen und macht euch ein paar Gedanken übers Wochenende. 10 Ideen von jedem Jahr Montag! Das könnt ihr alle ganz gepflegt wieder Flaschen sammeln gehen. Aber ehrlich jetzt! Sieht doch nicht, dass die Scheißflasche offen ist! Kaka? Oh. Und mit dem Helikoptertransporter! Den! Die Henne ist der Brille abgebrochen! Hat dich auf Diät gesetzt!